Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für das heutige Video habe ich mir diesen Luxe Paper Block geschnappt in den Farben Rosa, Rot, Pink und ja, alles in den Farbtönen. Mit dem habe ich 10 Karten gemacht, die auch wirklich alle sehr rot, rosa, pink sind. genau, im Anschluss zeige ich euch, wie gebastelt wird, natürlich wieder mit Musik unterlegt, danach noch, was ich so weiterhin benutzt habe, was aber echt nicht viel war, weil in dem Block ja eigentlich schon alles mit, mehr oder weniger alles mit drin ist, und danach erkläre ich die Karten nochmal ganz in Ruhe, genau, und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr bei einem Däumchen nach oben freuen, abonniert doch auch gerne meinen Kanal und macht das Glöckchen an, dann verpasst ihr auch keines meiner Videos mehr, aber jetzt würde ich sagen, geht's erstmal los zum Bastelteil, also bis später, tschüss! Doing crazy dreaming.
Oh,
dann kommt jetzt, was ich noch so benutzt habe, weil, wie schon erwähnt, echt nicht viel. Einmal habe ich die MFT-Sketch Nummer 545 bis 552 benutzt. Dann habe ich... Oh, viel zu weit weggelegt. Dann habe ich hier diese Stempel benutzt. Die habe ich mir mal bei AliExpress bestellt. Genauso wie diese Perlchen. Die habe ich auch vom AliExpress. Und diese hier sind vom Action. Und dann habe ich noch von Love From Lizzie verschiedene Stickerlinien verwendet. Und das war es auch schon. Deswegen geht es jetzt auch direkt weiter zur Kartenerklärung. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit den großen Karten an, mit den langen Karten. Mal gucken, ob es ganz aufs Bild passt. Genau, da habe ich mir ein großes Designpapier zurechtgeschnitten. Das, ich weiß gar nicht, ob das komplett durchging. Das habe ich mir nicht gemattet, weil ich den weißen Hintergrund haben wollte. Da habe ich mir eine Bordürenstanze genommen und habe mir hier diese Wellen reingeschnitten in zwei Design, also in zwei Cardstock-Papiere. Es tut mir leid, es ist heute so warm. Da fällt mir das Denken dann noch ein bisschen schwerer als normalerweise. Aber ich komme schon zu dem, was ich eigentlich sagen will. So, die Bordürenstanzen habe ich genommen hierfür, um diese, ja, Bergebenen, könnte man sagen, zu nehmen. Ich wollte auf jeden Fall noch genug von dem großen Designpapier zeigen. Ich habe auch deshalb kein anderes Designpapier genommen, weil das hätte sich in meinen Augen zu stark gebissen. Und das hätte einfach auch diesen Hintergrund weggenommen und das wollte ich nicht. Dann habe ich hier noch zwei Stickerlinien vom Love From Lizzie angebracht. Und hier auf das Fähnchen habe ich Special Friend gestempelt. Und dann habe ich mir da noch ein Fähnchen drunter gelegt. Und dann oben noch mit zwei Glitzersteinchen geschmückt. Sagen wir geschmückt. Genau, diese Karte habe ich zweimal gemacht. Ich habe alle Kartendesigns natürlich zweimal gemacht. Es können sich aber mal die Motive darauf ändern. So, dann kommen wir jetzt hier zu meiner 12,5x12,5 sind die ungefähr, meine Karten. Da habe ich auch Designpapier genommen, mir das zurechtgeschnitten auf ungefähr 12x12. Ja, habe mir das nicht gemattet, weil ich auch hier den weißen Hintergrund haben wollte. Habe mir sechs Kreise zurechtgestanzt, habe die dann versetzt aufgeklebt. Das Überstehende habe ich mir jeweils abgeschnitten. Dann hatte ich mir zuvor noch ein paar Stanzteile rausgesucht, die ich darauf verwenden wollte. Und das hier ist eine Geburtstagskarte geworden mit Birthday Wishes. Die Donuts habe ich mir noch ein bisschen beglitzert. Und ja, dann war dieses Kärtchen auch schon fertig. Das andere ist hier mehr so eine Liebeskarte, würde ich sagen, mit dem Herzen, der Schreibmaschine, den Liebesbriefen und dem Vögelchen, was sagt For You. So, dann knalliges Pink mit den Tigern. Habe ich mir gemattet, ein großes Designpapier, eben das mit den Tigern auf Pink. Habe mir diesen Kreis, das war ein Stanzteil, herausgetrennt und auch diese kleinen Stanzteile, habe mir darüber dieses, von beiden Seiten ist das ein Fähnchen, einmal senkrecht drüber geklebt und dann habe ich darüber nochmal den kleineren Kreis so halb drüber geklebt und meine Stanzteile mit drauf gepackt, Sweets for my Sweetheart, Süßes für meinen Süßen, so ungefähr, schätze ich mal, soll das heißen, genau, viel mit Herzchen und Liebe und ja, fand ich schön. Die zweite Karte, da habe ich dann einen Sticker verwendet. Da habe ich mir den großen Kreis selber ausgestanzt. Das war auch aus einem größeren Stanzteil, was da drin war. Und da habe ich mir dann den Kreis rausgestanzt. Genau so war's. Und gleiches Prinzip. Ach ja, Strasssteinchen habe ich mir auch noch aufgeklebt. Und hier habe ich dann halt einen Sticker verwendet. Miau, ju. So, nächste Karte. Mehr rosa. Many thanks, vielen Dank. Habe ich mir ein Designpapier, dieses blumige Designpapier auf rosa gemattet. Dann habe ich mir aus diesem gleichen rosa noch ein Quadrat ausgeschnitten, das da aufgeklebt. Dann hatte ich hier noch Reststücke von dieser Karte und da habe ich mir dann noch ein kleines Rechteck oben hingeklebt.
auf der Karte ist wirklich viel los. Dann habe ich mir einen Kreis ausgestanzt, darauf habe ich mein Stanzteil angebracht. Dann hier noch dieses Fähnchen eben mit Many Thanks und unten habe ich mir noch ein paar Glitzerlinien, aber so zurückhaltendere, würde ich sagen. Die schimmern ganz schön, wenn die so ins Licht kommen, aber die sind nicht so knallig von den Farben. Die sind halt zurückhaltender. Genau. Und hier habe ich ein anderes Blümchen verwendet, aber ansonsten die gleiche Karte. So, dann hier habe ich mir ein großes Designpapier auf Rot gemattet. Dann habe ich mir Orange dazu genommen, weil ich wollte das Orange aus den Erdbeeren, die ja orange und rot sind, aufgreifen. Habe mir ein großes Rechteck und drei kleine Streifen zusammengeschnitten. Dann habe ich mir hier ein Lineal angehalten oder ein Geodreieck, damit ich eben die Linien auch auf gleicher Höhe anbringen kann. Dann habe ich mir noch zwei Sticker genommen, ein Joy und eben wieder so ein Tiger. Ja, und dann habe ich mir hier unten noch drei Strasssteinchen draufgeklebt und dann war auch diese Karte schon fertig. Und hier habe ich dann einfach so einen Kussmund und Thanks statt dem Tiger genommen. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber draußen ist irgendjemand im Garten und arbeitet da. Ich weiß nicht, ob man das jetzt bei der Sprachaufnahme hier mitbekommt. Wenn ja, dann tut es mir leid, aber ich kann diesen Herrn leider nicht ausschalten. Er ist trotzdem da. So, weiter hier. Habe ich mir ein großes Designpapier auf Gelb gemattet. Ich fand das so lustig mit den Bananen. Dann habe ich mir hier von dem gelben Streifen noch einen schmaleren drüber geklebt, noch einen breiteren in so einem dunkleren Rosa, eben passend zu dem Hintergrund, weil es ist ja auch gelb-rosa. Dann habe ich mir einen größeren Kreis ausgestanzt, habe mir in der Mitte ein Stanzteil for you geklebt und ein paar Erdbeerchen rumrum und dann hier noch ein paar Glitzersteine und dann war das Kärtchen schon fertig. Hier habe ich dann Bananas for you gemacht, das passt natürlich sehr gut und mir die Bananen dann noch darum gemacht und sonst auch gleiches Prinzip. Ach ja, ich habe mir hier noch Stickerlinien in Gelb angebracht, das hatte ich noch vergessen zu sagen, genau. Und die letzten beiden Karten, Happiness, das ist dieser schöne Mädchen, dieses schöne Mädchenstanzteil, das fand ich super schön, das wollte ich unbedingt benutzen. Habe mir hier dieses rosane Designpapier auch auf rosa gemattet. Dann habe ich mir hier so ein wellenförmiges Liniensticker von Love from Lizzie aufgeklebt. Habe eben mir hier dieses Rechteck ausgestanzt. Habe das erhöht aufgeklebt und dann mein Mädchen da drauf geklebt. Und da habe ich die Blumen auch noch alle beglitzert. Und dann habe ich mir hier dieses Happiness noch drüber geklebt, weil das strahlt für mich eben so diese Freude aus und das wollte ich mit dieser Karte ausdrücken und dann eben noch die beiden Glitzersteinchen und dann war die Karte auch fertig. Und dann habe ich noch mal eine gemacht. Hier habe ich Vellumpapier verwendet und eben ein paar Blümchen. Fand das passte auch ganz hübsch und ansonsten das gleiche Prinzip. Genau, das waren meine 10 Karten zum Thema Luxe Paper Block Love würde ich ihn jetzt nennen, weil es doch sehr um das Thema Liebe auch geht und Mädchen und ja. Ich mache natürlich wieder Fotos davon. Die findet ihr auf meiner Website unter www.bieneskreativewelt.de. Da habe ich einen Blog, da mache ich Fotos neben den Sketchen, da könnt ihr gerne mal euch mal anschauen. Ich habe da auch Infos, was ich so generell benutze, da könnt ihr einfach mal reinschauen und einen kleinen Job habe ich auch noch. Genau, und so viel jetzt erstmal dazu und ich sag mal, das nächste Video kommt bald wieder. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ja, und habt eine gute Zeit. Wir sehen uns. Tschüss.